Ferngleich sehen hier. Genau. Guten Tag erstmal, sehr geehrte Damen und Herren. Schön, dass wir hier sein dürfen, unsere Arbeit vorstellen können. Ja, wir werden gleich drei Pferde in der täglichen Arbeit demonstrieren. Zuerst Hellen, ein Pferd. Die haben mir was ganz Falsches aufgeschrieben. Du bist doch Sebastian Langehahnenberg. Richtig. Ah, das ist ja peinlich. Aber ich habe Quatsch erzählt. Nochmal Applaus. Sebastian und Helen Langehahnenberg. Viel Spaß. Ja, genau. Also, wir möchten Ihnen heute ganz gerne einmal unsere Thema wieder Ruhe in so ein Pferd zu bekommen, dass er sich entspannen kann, dass Helen zum Reiten kommt, nicht halten muss, sondern wirklich zum Sitzen kommt, in den Sattel kommt, zum Treiben kommt. Wirklich immer wieder diese klassischen Punkte, die immer wieder da sein müssen. Sehr gut. So, jetzt sieht man, nach und nach fängt er sich immer mehr, hat die Ohren bei Helen, entspannt sich. Das ist das, so wie sein soll, dass es wirklich in Ruhe das Pferd zu sich findet. Genau, sofort gelassen Schritt geht, dass es immer darüber nachgedacht werden, dass wirklich die Grundgangarten erhalten bleiben und weiter gefördert werden. Das ist immer so ein Kriterium, wenn eine Grundgangart sich verschlechtert in der Ausbildung, sei es im Takt oder im Rhythmus oder zu eilig wird, dann muss man immer wieder einen Schritt zurückgehen. Warum verändert sich das? Schritt, Trab, Galopp muss gut sein, muss im Rahmen der Möglichkeit des Pferdes immer wieder erarbeitet werden. Genau. Oh, und jetzt sieht man, das Pferd ist halt, wie ich eben ansprach, in der Ausbildung auf dem Weg zum Grand Prix noch ein bisschen überengagiert. Und dann müssen wir so einem Pferd einfach Zeit geben, dass er so wie jetzt anfängt, genau, sich zu finden, ruhig wird, den Schweif ruhig trägt, man wirklich sieht, wie er Schritt für Schritt dazu kommt, das auf dem Hinterbein zu balancieren, zu tragen. Das ist immer so der Anfang, auch in die Versammlung, in Richtung Passage und dann auch Piaffe, dass das Pferd wirklich im Hinterbein A, fleißig mitarbeitet, B, aber auch ehrlich und gleichmäßig auf dem Hinterbein trägt, den Körper ausbalanciert. So, jawohl, gut, gut. So, jawohl. Und schon wieder raustraben, sehr gut. So sieht man, dass man das so schön entwickeln kann. Schritt für Schritt, so über das Vorwärtsreiten oder genau, den Vorwärtserhalten in der Arbeit, so dem Pferd, kein Problem, genau, einmal links ein bisschen locker machen. So, dem Pferd zeigen kann, wie es auch in der hohen Versammlung seinen Körper benutzt, so dass Ruhe wirklich merkt, okay. Wenn ich im Gleichgewicht bin, Helm mich immer wieder ins Gleichgewicht bringt, so gut, kann ich auch gleichmäßig weiterarbeiten. Die Arbeit wird dann nicht schwer, sondern es soll die Pferde das wirklich sicher und gut machen. Kriegen die an so einer Arbeit Spaß, weil es ihnen auch nicht mehr schwer fällt, wenn die es wirklich sicher balancieren auf dem Hinterbein mit gut schwingendem Rücken, so prima. Dann haben die Pferde Spaß daran, so, das ist nicht so, man sagt, da überfordert man ein Pferd oder die lassen da ganz viel Kraft. So, sehr gut, 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 gut. Jawohl, so sehen wir, wie er immer wieder jetzt sein.